Egal, wir sind zurück mit nackten dem besten Frauen Intro der Zeit. Aller Zeit. Ja. Die hätte Sigi sicher auch gern zu Hause stehen. Oh je. Yeah. Oh Gott. So, ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Da gehen wir mal ab. Ja, einfach irgendwie raus. Ich glaube, lang. Ich glaube, wir sind aus diesem Irrgarten gekommen, oder? Obwohl, hier geht's auch gleich wieder mit einem weiter. Und da ist noch eine geschlossene Truhe. Dann probieren wir mal unser Glück. Was soll denn schon schief gehen, außer dass wir Geld finden? Und eine Falle. Ja, blöd, weil nur wenn du alleine gegen diese komischen Medusen kämpfen müsstest. Aber zumindest kannst du alleine nicht in den Hinterhalt gelockt werden. Zumindest nicht durch die Unfähigkeit der anderen. Scheint nur alles ziemlich leer zu sein. Vielleicht wollte ich dir auch einfach nur Angst machen. Du hattest keine Ahnung. Das hatte ich schon noch in Erinnerung, weil ich damals echt Angst hatte. Jetzt bin ich schon wieder bei dem Speicherpunkt. Jetzt kannst du aber gegenüber von dem oder irgendeinen anderen Ausgang nehmen. Den hier. Oder ist das der gleiche? Boah, immer nicht. Ich hasse das Design dieses Spiels. Ja, das schaut wirklich alles gleich aus. Wobei ich sagen muss, dass sie sich da auf CD2 ein bisschen mehr zusammengerissen haben. Oh, eine Truhe. Und es ist. Su! Ach nein. Lass uns gleich weggehen. Stell dir mal vor, Link macht eine Truhe auf und findet Su da drin, dann hebt er sie hoch. No, Justin! Wird dann die neue Navi. Justin, listen. Oh Gott. Guten Morgen, Link. Und. Fängt ein hässlicher Hut. Schön. Schön hässlich, meine ich. Fängt der Morgen gleich mal mit einem Kopfschuss an. Was fängt mit dem Kopfschuss an? Ja, morgen. Warp im Kampf? Das ist cool. Schau mal, ob die für Justin stark genug ist. Hätte ich ja fast vergessen. Moment, weglegen. Ja, weglegen. Sind schon. Oh yeah. So, Warp, das ist wirklich praktisch. Ja. Und zwar musst du da nicht zum Gegner hinlaufen, du wirst quasi einfach hinteleportiert. Also sie laufen dann nicht mehr durch die Gegend, sondern warpen herum. Das ist das Gute. Also der Charakter, der es anhat natürlich. Boah. Da sind wir wieder. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ich glaube, da könnte ich dir nicht mal mit perfekter Framerate helfen. Nee. Obwohl ich ja so ein Experte bin. Sowieso nicht. Du bist einfach nur der unnütze Klotz am Bein in diesem Boxroom. Nein. Nein? Da ist wieder ein Kegel und wir sind wieder. Tja, dann musst du wohl da, wo der Speicherkegel ist, hinein. Oder auch nicht.
oder da. Probier's mal hier, das sind wir, glaube ich, noch nicht reingelaufen. Ich habe eher das Gefühl, ich drehe Runden. Ja. Oh. Justin! Woher willst du wissen, dass das zu ist? Weil ich ein Grandi-Experte bin. Die drei I's, ne? Verdammt, was nicht. Hä? Blin? Nein, warte, das ist Finas Stimme. Boah, boah, boah. Dann kommt zu später, verdammt. Da hat sie es wieder versaut. Jetzt schalten alle ab. Du bist so schlecht. Fina? Fina! Ihre Stimme hat nur höher geklungen wegen dem Echo hier. Wegen der Akustik. Genau. Ja. Ah, endlich finde ich dich wieder. Justin, bist du okay? Ja, aber warum hörst du dich an wie Sue? Wer, ich? Ja, klar bin ich okay. Ich bin nur ein wenig verwirrt. Eure Stimmen sind so ähnlich. Ja. Oh, Lin, sagtest du, warst du mit ihr zusammen? Warst du mit ihr zusammen? Ha? Ja. Sag's mir. Das bringt mich auf etwas. Mullen sagte, ihr wurdet vom magischen Kreis herausgeschleudert. Mullen, du warst zusammen mit Mullen, diesem Fiesling? Ja, und das war die schönste Nacht meines Lebens. Ja, nun, er hat mir geholfen, aus dem Turm zu kommen. Er ist gar kein so schlechter Kerl. Boah, boah, boah. Boah. Was meinst du, Fina? Dieser Mullen, ich könnte, als könnte ich ihm den Kopf abbeißen. Lass uns das alles später besprechen. Oh yeah. Als erstes müssen wir Sue und Gadwin... Moment, das Bild hängt fest. Sue und Gadwin finden. Lass uns gehen. Oh yeah. Ich bin so traurig, dass Mullen nicht mehr da ist. Ja, die kloppt sich jetzt mit den drei von der Tankstelle wahrscheinlich um den. Oh. Oh yeah. Wollen wir doch mal. Sind wir wohl doch nicht im Kreis gelaufen. Oh, da musst du rausgehen, da musst du rausgehen. Ja, vielleicht ist hier noch was. Ich glaube, da sind wir reingekommen irgendwann mal. Aha. Nur wegen einem Waldarm. Waldiarm. Ach man. Schutz vor Waldschutz. Das ist extrem schlecht. Ja, obwohl, nee. Nee. Ja, da liegt auch noch Geld. Aber da komme ich nicht rauf. So. Weg damit. Was? Nichts. Okay. Hä? Oh Gott. Justin! Fina! Hä? Jetzt aber. Hey, sie ist da drüben. Huhu, wir sind hier. Oh, das war Gadwin. Justin! Es sind beide. Ja. Wir haben dich überall gesucht, du scheinst aber unverletzt zu sein. Das ist gut. Gadwin wurde K.O. geschlagen und war bewusstlos. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Ich dachte, er würde aufpassen. 0, nichts. Ah, ich muss niesen. In 0, nichts auszuschalten. Gadwin ist zu langsam. Ja, ich muss gestehen, sie hat recht. Ich zweifle, dass überhaupt ein solcher Meister existiert. Ach, er schon wieder unsere Ego-Probleme. Mit einem blauen Bart. Das bedeutet, ich habe nicht genug trainiert. Rate mal, wir haben die Äpfel getroffen. Wie auch immer, wir sind alle zusammen. Kehren wir nach Gumbo zurück. Yay! Dann zurück zum Schiff.
glaube, wir sind aus dem Süden gekommen. Ich weiß nicht, wo wir jetzt sind. Ja, ich auch nicht. Ja, geh mal aus dem Bildschirm. Aber hier, Zwillingsgürme, müssen wir da hin? Warte, lass mich mal sehen. Oh ja. Okay. Geld. Geld? Irgendwo da muss das Boot sein. Mit diesen. Das ist ein Speicherpunkt und ein. Ah ja, da sind sie ja. Die beiden Sexisten. Ich hab gerade in mein Glas reingelacht. Ja, ich weiß, ich lache immer so. Oh Gott, wie hab ich dir gesprochen? So ganz schwul, nein, keine Ahnung. Tussenmäßig. Seid für Abenteuer, Leute. Dando und ich bleiben alleine hier. Wir lassen es uns gut gehen. Ihr seid wirklich verrückt. Und auf Drogen. Dann muss mit ihm sprechen. Oh, du bist schon zurück. Nach einer Sekunde. Müssen wir schon zurück, Justin? Nein, und ich würde gerne noch ein Weilchen hier bleiben. aber wir müssen zurück. Mhm. Okay, ich mache das Schiff klar. Boah, jetzt wirft er uns über Bord. Oh, wartet mal. Was ist los, Justin? Tanda, du bist der beste Segler von Gummo, richtig? Hör zu, wir müssen zu einem Ort östlich von Gummo gehen. Östlich von Gummo? Im Osten? Ist doch nur das Meer der Nixen. Nixen? Oh, aber nein. Oh, aber nein, wir müssen noch etwas sehr, sehr Wichtiges in Gummo erledigen. Ein Kind zeugen. Oh, ist das das, was ich denke, Danda? Du hast recht, wir müssen nach Gummo für eine sehr wichtige Angelegenheit. Mm. Oh, Oh je. Geht schon wieder. Das ist auch okay. Also zuerst nach Gumbo. Was? Du auch, Gatwin? Wir besprechen die Einzelheiten in Gumbo. Mach das Schiff klar, Danda. Ja, er muss auch noch was mit Sue erledigen oder was? Boah. Das boah, ich warte. Ja, stimmt. Gumbo. Wir sind wieder in Gumbo. Außer zum Meer der Meerjungfrauen bringen wir euch gerne überall hin. Oh, tapferes Paar. Und wieso gerade nicht dahin? Danke, Danda und Niner. Oh Gott. Danda, wohin sollen wir ausgehen? Wenn wir nur zu zweit sind, ist mir egal, wohin. So viel zum Thema, wir müssen was Wichtiges erledigen. Ja. Sag mal, steht die da mit einem Bikini und einem Stringtanker? Ja, das haben die, ich glaube, die sehen hier alle so aus. Ach ja, also die Partystadt, ne? Ja, da wo es immer so warm ist. Ich bin bei dir, Naina. Mir ist egal, wohin wir gehen, solange wir nur zusammen sind. Immer noch eine bessere Liebesgeschichte als Twilight. Wir wollen euch nicht stören. Lass uns gehen, Justin. Der Blick. Sie sind jetzt auch sehr weit weggegangen. Hinter ihnen passiert gerade das Unglaubliche. Übrigens, Gatwin, wie war das, was du über das Meer der Meerjungfrauen erzählt hast? Er hat noch gar nichts erzählt. Diese Zeit des Jahres wird auch die Zeit der Meerjungfrauen genannt. Wenn die Meerjungfrauen im östlichen Meer aktiv werden, dann gnade euch Gott. Darum wird auch das Meer der Meerjungfrauen.
Genannt. Genannt. Ja. Ich selbst habe nie wirklich eine Meerjungfrau gesehen, aber sie sollen Menschen das Leben nehmen? Oh mein Gott. Drücken deinen Kopf zwischen ihre Brüste und... Ja. Was? Das ist eine Meerjungfrau? Die habe ich mir ganz anders vorgestellt. Sie sieht eher aus wie Ariel, die Meerjungfrau. Ja. Nun, wir müssen das Meer überqueren. Liette sagt, überquert das Meer im Osten. Oh yeah. Das war die Zensur für das, was sie da hinter ihrem Rücken machen. Aber es gibt einen Weg übers Meer während der Zeit der Meerjungfrau. Der Alte aus Deid wüsste es. Oh Mann. Da können wir das Meer überqueren. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Erst so wichtig tun, nicht wahr, Su? Was geht so? Was? Oh, du weißt es. Was weiß sie? Das ist komisch übersetzt. Ich glaube, im Englischen ist es einfach nur so ein, oh, you know, so ein... Ah, ich denke, ich bin einfach hungrig. Und du sagst mal, ich sei fressgierig, Su. Geht es dir wirklich gut, Su? Oh, die Pubertät kommt. Sie hat ihre Tage bekommen. Sie ist schwanger. Was? Oh, sicher, mir geht's gut. Ja, alles klar, dann... Der geht's nicht wirklich gut. Und das sieht sogar ein Blinder mit Krückstock. Was macht ihr, Alec? Gehen wir sofort nach Dai zurück. Nach Emo-Stadt. Da passt Fina perfekt hin. Oh ja, yeah. Dann gehen wir mal. Gehen wir mal. Jetzt müssen wir mal aus der Stadt rausfinden. Immer geradeaus. Das funktioniert in dieser Stadt nicht immer 100%. Immer dem Schachbrett entlang. Ja, das schon eher. Ja. Oder auch nicht. Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road. Ja, offensichtlich hast du noch nie davon ausgesehen. Nicht auf Englisch. Der Film war mir zu traurig. So. Died. Alright, we are in Died. Das ist ja tight. That's tight, yo. Lass uns sehen, was der Senior sagt. Ich nehme an, der Senior weiß eine Menge über die alten Ruinen hier. Was passelt der jetzt von Ruinen? Muss ich den Knilch erstmal wieder finden. Da ist irgendwie über so eine Brücke drüber. Ich kann es nicht so gut erkennen hier. Da dieses, ich glaube, du bist dort vorbeigelaufen. Das Haus von dem Ältesten ist da irgendwo mitten in der Stadt. Das da? Kann sein? Nee, das war Haus 4. Achso. Oh, das sieht. Das ist die Praxis, also okay. Die kannst du dir auch merken. Ey, wo ist denn der? Oder steht der noch am Strand herum? Der was? Nee. Nee. Bla bla bla. Ja, dann geh mal zu der Praxis hin einfach. Vielleicht ist er ja in der Praxis. Hat er kein eigenes Haus? Der hatte doch eins. Ups. Nein, wir wollen nicht in Haus 2. Nein, natürlich nicht. Wir wollen noch über Wasser, wenn da Brücken sind. Über 7 Brücken müssen wir gehen. Ich muss rübsen. Ja, bitte.
Aber es kommt nichts. Also hier ist er sicher nicht in diesem Bereich. Bereich. Zum 5000. Mal Haus 1. Ja, probier einfach diese Praxis da. Über die Brücke runter. Ah! Gegenüber von dieser Tür ist eine Brücke. Probier mal. Also die, die nach unten führt. Ich habe es schon. Oh, okay. Aber ich meinte eigentlich nicht. Okay. Oh, dich habe ich lange nicht. Achso, das ist eine Frau, weiß nicht. Achso, nee, ja, mach. Weiß nicht, wie du. Für mich sah das auf den ersten Blick nicht wie eine Frau aus. Eher wie Gatwins kleiner Bruder. Oh Gott. Dich habe ich lange nicht gesehen, hä? Das Mädchen dort. Wen, mich? Du siehst sehr erschöpft aus. Du solltest jetzt wirklich ausruhen. Hm. Was zum Teufel? Und wir haben das Haus immer noch nicht gefunden. Geh mal raus. Und warte. Es dauert ja bei mir ein bisschen länger. Ja, er lädt gerade. Ah ja. So, da sollte noch in der Nähe eine zweite Brücke sein. Ich glaube, da ist auch ein Fischkopf auf seinem Haus, aber